del re! Anche che ha dei biscottini. Und mit 8 Wochen können die jungen Eulen schon selber fliegen und fangen selber. Eine Eule kann in der Nähe nicht sehen. Nur vom Weiten. Nein. Eigentlich alle Vögel haben 3 Gründe zu fliegen. Das ist Nahrungssuche, Partnersuche und Revierverteidigung. In freier Natur, eine Schneeeule lebt ca. 8-9 Jahre. Bei uns kann sie 8 Jahre die Kinderunterstützung, ein bisschen Köpfe nach unten, um Kollisionen zu vermeiden. Die Appreciativ, aber im sogenannten Federspieltraining, der Falke lernt 100 Meter im Kreis über Falken zu fliegen, bis sie ihre Fehler macht und dann schlagt er zu. Seine Kreise wird immer enger und enger und dann in den richtigen Zeitpunkt, so wie jetzt, schlagt er zu. Ein großer Applaus für mich. Wie Sie sehen, in die Spitzen von Schnabel hat er den Tierlang stressen die anderen, bis sie los die Beute fallen und dann schnappt er sie. Und da ist unsere Trutangeier Dame Trudi. Tiersa. Auch die Trutangeier ist sehr berühmt. Es ist keine Nasenscheidewand und sie können durch ihre Nase durchschauen. Und das gibt Tiere die Möglichkeit auf die beste Geruchssinn von allen Vögeln. C'era ancora un po' che andava solo la testa di quella. Und genau wie gesagt, Schwarzmilan tut stressen die anderen Vögel. Vielleicht lassen die Beute fallen und dann schnappt er sich. Che grosso. Circa 50% vom Weißkopfadler leben in Alaska. Und ja, ernährt sie am meisten mit Fisch. Die weißen Federn am Kopf und Schwanzfedern, was Sie sehen, das bekommt Weißkopfadler erst schon mit 5 Jahren, wann ist er erwachsen und fängt die Partner zu kennen. So ein Vogel wiegt zwischen 3,5 Kilo und 6,5 Kilo.
Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al mio canale per vederne altri.